Vielen Dank, Herr Abgeordneter Heidkamp. Nächste Rednerin für die Fraktion der Freien Demokraten ist die Kollegin Schatz-Sauer. Werter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Der Hessische Landtag soll in den kommenden 14 Tagen bis zum 30. Juni ein ziemlich umfangreiches Gesetzespaket beraten, das die Landesregierung heute eingebracht hat. Das Paket besteht aus vier Teilen: einem zweiten Nachtragshaushalt, dem Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens, dem Corona-Kommunalpaket und dem Antrag auf Feststellung der Ausnahme von der Schuldenbremse. Und, werter Herr Kaufmann, gestatten Sie mir an dieser Stelle die Bemerkung, die Implementierung der Zweidrittelmehrheit war notwendig, eben um zu verhindern, dass eine Regierung mit nur einer Stimme Mehrheit auf einen Schlag den Schuldenstand dieses Landes um ein Drittel erhöhen kann. Das ist ein gutes Quorum. Besonders intensiv zu diskutieren ist aus Sicht der Freien Demokraten vor allem der Entwurf des Nachtragshaushalts und das geplante kreditfinanzierte Sondervermögen von bis zu 12 Milliarden €. Gestatten Sie mir hierbei zugleich einen Blick zurückzuwerfen. Im Februarplenum hat dieser Landtag in dritter Lesung den Haushalt 2020 verabschiedet. Es scheint so fern. Die Eckwerte waren Einnahmen 28,9 Milliarden €, Ausgaben 29,2 Milliarden €. Ein Ausgleich des Defizits in Höhe von 255 Millionen € war nur durch den Griff in die Rücklage möglich. Denn die schwarz-grüne Koalition hat es aufgrund der beharrlichen jährlichen Ausgabensteigerung und trotz der Rekordsteuereinnahmen nicht geschafft, die Ausgaben im Blick zu behalten. Und dann, in dieser Verfasstheit, kam Corona. Wir Freien Demokraten sehen in der Ausbreitung des Coronavirus die größte Herausforderung seit Jahrzehnten in Hessen für uns Hessen. Und es ist unbestritten, dass mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln diese Epidemie, die Krise, die Folgen, die Schäden bekämpft werden müssen. Wir haben 2 Milliarden € Neuverschuldung in diesem Haus im März beschlossen. Wir haben gezeigt, dass ein Parlament nicht mit Verfahren belästigt wird, sondern sehr schnell agieren kann, sehr handlungsfähig und sehr lösungsorientiert ist. Die Freien Demokraten haben dem ersten Nachtrag und der Ausnahme der Schuldenbremse zugestimmt, in der festen Überzeugung, dass die Bekämpfung und die Bewältigung der Corona-Epidemie in Hessen eben eine schnelle, zielgenaue und umfangreiche Hilfe bedurfte und weiter bedarf. Die schnelle Hilfe war wichtig, auch als Signal an die Menschen. Sie war notwendig, in vielen Sachverhalten und auch in der Höhe gerechtfertigt. Aus den 14-tägigen Informationen, ich nenne es die Kontoauszüge bei uns in der Fraktion, die der Haushaltsausschuss hierzu bekommt, ist abzulesen, dass die Summe von 2 Milliarden € Stand heute nicht komplett verausgabt belegt wurde. An der Stelle sei aus Sicht der Opposition gesprochen, darauf hingewiesen, dass politische Zusagen der Landesregierung zumindest hinterfragt und nicht ohne Weiteres als göttlich gegeben hingenommen werden müssen. Solche politischen Zusagen führen dazu, dass der Finanzminister in den letzten Wochen nicht müde wurde, uns zu erklären, obwohl die Zahlen auf dem Papier etwas anderes sagen, dass die 2 Milliarden € aus dem Nachtragshaushalt I vollständig verbraucht seien. Nein, das sind sie mitnichten. Die belegten Zahlen sagen etwas anderes. Gestern war der Kontoauszug fällig. Wir haben ihn eben 13.07 Uhr netterweise noch vor dem Plenum bekommen. Ja, als Mittagessen, genau.
Aber die Kost war wieder sehr fragwürdig, denn wie vor zwei Wochen schon, werte Kollegen, zeigt sich, von dem Nachtragshaushalt I ist immer noch Geld da. Rund 900 Millionen € waren es vor zwei Wochen. Und in den letzten zwei Wochen sind sage und schreibe weitere 100 Millionen € belegt worden. Stand ist damit aktuell auf dem Papier oder der Datei 1,18 Milliarden €. Damit wir uns nicht falsch verstehen, natürlich gehen auch wir Freien Demokraten nicht davon aus, dass es mit diesem Nachtrag I quasi alles erledigt ist. Nein, auch aus unserer Sicht besteht die Notwendigkeit, das ist oft genug heute schon von den Kollegen angesprochen worden, es wird noch Herausforderungen geben, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Und wir sind auch bereit, weiter zu helfen und Instrumente dafür auf den Weg zu bringen. Wir gehen aber einen anderen Weg, auf den ich später genauer eingehen werde. Und bevor ich auf die Einzelheiten des Gesetzgebungspaketes eingehe, will ich es nicht versäumen, einen ganz, ganz wichtigen Faktor, Lotsen, Koordinator für die kommende Haushaltsberatung zu benennen, die Mai-Steuerschätzung. Und die damit offenbar gewordenen Steuermindereinnahmen beim Land und den Kommunen. Allein beim Land Hessen ist dies ein Betrag von knapp 3 Milliarden Euro. Auch diese Mindereinnahmen müssen wir im laufenden Haushaltsjahr ausgleichen. Was will nun die schwarz-grüne Landesregierung? Was schlägt sie vor? Die uns vorgelegten Vorschläge, wie sich die weitere Hilfe über das Ob von helfen, gibt es, glaube ich, keinen Dissens. Nur der Weg, das Format, vermag uns nicht zu überzeugen. Und es wird schon auf den ersten Blick deutlich, dass die bisherige Haushaltspolitik, und deshalb habe ich vorhin noch einmal den Blick auch zurückgeworfen, von Schwarz-Grün nicht auf den Prüfstand gestellt oder zumindest für die Zukunft hinterfragt wird. Statt den mit viel Mühe verbundenen Versuch zu unternehmen, die Corona-Krise jetzt entschlossen zu bekämpfen und in den kommenden Jahren den prognostizierten Steuereinnahmerückgang strukturell anzugehen, wählt Schwarz-Grün den bequemsten Weg. So viel neue Schulden, wie man es braucht, bis zum Ende der Wahlperiode, damit keine Verteilungskämpfe innerhalb der Landesregierung bzw. zwischen CDU und Grünen aufkommen kommen können. Das Mittel der Wahl, wie man das erreicht, ist aus Sicht der Regierung das Sondervermögen. Und um das ganz am Anfang einmal klar zu benennen, man kann das gar nicht oft genug betonen, mich wundern da schon Ausführungen eines Grünen. Ich habe mir gedacht, die haben es extrem im Parlament und so und der Urdemokratie. Mit diesem Instrument Sondervermögen, und da kann man sich noch so schön reden mit irgendwelchen Kommissionen, Beteiligung und sonst was, das hier ist das Parlament. Mit diesem Instrument Sondervermögen wird das Budgetrecht von uns allen, des Parlaments, ausgehebelt. Das ist ein gravierender Schritt, der einer ganz besonderen Rechtfertigung bedarf. Und die vermissen wir weiterhin, trotz vieler konstruktiver Fragen. Und noch einmal, warum dieses Instrument und nicht ein Nachtragshaushalt? Finanzminister Scholz, ganz tagesaktuell, das Bundeskabinett, dem Sie, glaube ich, auch angehören, mit deutlich größeren Finanzpaketen hat es heute vorgemacht, arbeitet Stück für Stück mit dem Instrument Nachtragshaushalt im Parlament. Warum das Sondervermögen jetzt, zwingend jetzt? Das ist schon fast ein bisschen störrig jetzt. Warum nicht die extra anberaumte Steuerschätzung? Wiederum finde ich für alle Ebenen eine sehr kluge Entscheidung, Anfang September, um diese Unsicherheit, die wir alle so ein bisschen haben, in der Steuerung, dem fundierte Zahlen zu geben. Warum nicht die extra anberaumte Steuerschätzung Anfang September abwarten? Warum auf solch... Warum dann auf solch unsicherer Datengrundlage mit dem Gefühl zu helfen,
Nur dieses Gefühl betreffend die Auswirkungen und dann 3 Jahre ein Schattenvermögen neben dem eigentlichen Haushalt abbilden. Die Liquidität in 2020 ist gesichert, und ein erforderliches Nachjustieren wäre im September. Keiner ist frei von irgendwelchen Entwicklungen, haben alle signalisiert, sind sie gesprächsbereit, im September sich Zahlen, Daten und Fakten anzuschauen. Stattdessen ein Sondervermögen von bis zu 12 Milliarden €, vollständig kreditfinanziert. Dabei machen die Steuermindereinnahmen des Landes 2021 bis 2023 insgesamt 5 Milliarden € aus. Dann kommt der Nachtrag 1 dazu, weil den parkt man geschickterweise im Sondervermögen 7. Der Posten Landessteuern macht somit 50% des Gesamtvolumens des Sondervermögens aus. Es wird seitens der Landesregierung bis zum heutigen Tage nicht einmal ansatzweise dargelegt, welche Alternativen dann bestehen, um Einnahmerückgänge zu begegnen. Und man hätte durchaus Anlass gehabt, schon vor Corona, sich einmal mit den jährlich fortgesetzten Ausgabensteigerungen von Schwarz-Grün zu befassen. Eine verantwortungsbewusste Haushaltspolitik ist das aus unserer Sicht nicht, und vergessen wir nicht. Finanzminister Thomas Schäfer hat schon bei der Vorstellung des Haushalts 2020 im Oktober hier an dieser Stelle dargelegt, dass mit Einnahmerückgängen zu rechnen ist, in Höhe von etwa 1,4 Milliarden €. Die Mai-Steuerschätzung hat das zu erwartende Delta nun auf 3,4 Milliarden € anwachsen lassen. Die Landesregierung hätte sich also spätestens mit dem normalen Haushalt 2021 damit beschäftigen können und müssen. Aber es ist ja jetzt nun einfacher, den Betrag insgesamt kreditfinanziert, den Fehlbetrag im sogenannten Corona-Sondervermögen unterzubringen. Die Konstruktion eines Sondervermögens ist nicht neu, aber das Parfüm, das Sie haben, diese Dinger, die sind sehr unterschiedlich. Auch andere Länder haben verschiedene Varianten, Sondervermögen. Einige, und das ist ein wesentlicher Punkt, haben Kreditermächtigung, andere nicht. Aber ganz überwiegend, und das ist bemerkenswert, Hessen geht nach dem Willen von Schwarz-Grün den gemütlichen Weg in der Tilgung. 30 Jahre Generationengerechtigkeit ist aus Sicht der Freien Demokraten etwas anderes als ein solcher Zeitplan, der die Verantwortung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschiebt. Was soll er mit diesen Krediten im Sondervermögen? Man darf ja nicht von Geld reden, das sind Kredite, die da drin sind. Mit den Krediten im Sondervermögen so finanziert werden. Sind das alles Maßnahmen, die unmittelbar Corona-bedingt oder zumindest Konsequenzen aus der Corona-Krise sind? Nun, werte Kollegen, Zweifel sind da angebracht. Vieles, das ja auch schon in Presseveröffentlichungen zu lesen war, wie die energetische Sanierung, wirkt eher wie die Abarbeitung des Koalitionsvertrages. Einiges, was bisher trotz Rekordsteuereinnahmen nicht zu finanzieren war, wird nun als Corona-Maßnahme gepriesen. Werte Kollegen, Verantwortung übernehmen und dabei auch aus der Krise lernen, das ist uns Freien Demokraten sehr wichtig. Die Corona-Krise hat in einigen Bereichen Defizite wahrlich schonungslos offengelegt. Sie zeigt Nachholbedarf, sie zeigt Handlungsbedarf für Politik auf. Doch solche Defizite wie etwa die Digitalisierung, sei es im Schulbetrieb, werden leider nur halbherzig angegangen. Wer Digitalisierung wirklich voranbringen will, werte Kollegen, muss doch jetzt zupacken. Der Landesregierung ist die Digitalisierung in den kommenden 3,5 Jahren des Sondervermögens gerade einmal 1,25% des Sondervermögens wert. Entweder fehlt der Mut, der Wille oder die Fantasie, die Digitalisierung voranzubringen. Ein weiterer Punkt bei dem Sondervermögen ist die Transparenz der Einnahmen und Ausgaben. Das ist nämlich auch sehr geschickt konstruiert. Im Gegensatz zu anderen Sondervermögen, wo andere Bundesländer andere Wege gehen, wie z. B. Sachsen, fehlt es im Entwurf des Wirtschaftsplans, der hinten so dranhängt,
eine Einnahmeposition für die Bundesmittel oder auch Rückflüsse aus Darlehen. Ich will für die Freien Demokraten ausdrücklich feststellen, dass die Hessen natürlich die Möglichkeit nutzen soll, Bundesmittel abrufen zu können. Und auch wenn wir Freie Demokraten nicht alle Instrumente des Corona-Hilfspakets und Konjunkturpakets in Berlin für sinnvoll und notwendig erachten, so will ich an dieser Stelle doch einmal Danke Richtung Berlin sagen, dass der Bund zumindest seine Verantwortung auf jeden Fall wahrnimmt. Transparenz ist bei diesen gigantischen Beträgen erste Pflicht. Transparenz ist bei diesen gigantischen Beträgen, werte Kollegen, oberste Pflicht. Ich komme auf den Punkt zurück, nämlich mit den Einnahmen und den Ausgaben. Wo fließt dann was hin und was wird abgebildet? Weil es gibt ja auch eine Zeit nach den 3 Jahren und es gibt eine politische Beurteilung während der 3 Jahre. Transparenz ist nicht nur die nachfolgende Information, manchmal mit Verzögerungen in Kontoauszügen über den Vollzug. Transparent bedeutet Einnahmen und Ausgaben, die in einem Zusammenhang stehen, auch gemeinsam abzubilden. Jetzt aber wirkt es so, vielleicht verstehen wir das auch nur nicht, als würden, ich habe mich gefragt, wann der Herr Kaufmann springt, und er springt. Jetzt, naja, so liegt er aber nicht da wie ein Jungsreh. Jetzt aber wirkt es so bei diesen Ausgabeflüssen, als würden alle Ausgaben merkwürdigerweise im Sondervermögen kreditfinanziert werden. Und mögliche Zuschüsse des Bundes kann die Landesregierung im Haushalt als Ergebnisverbesserung verbuchen. Komische Konstruktion. Neben dem Sondervermögen mit den beschriebenen Eigenheiten bringt die Landesregierung heute auch noch den Entwurf eines zweiten Nachtragshaushalts an. Es ist aus unserer Sicht zunächst zu begrüßen, dass die Landesregierung bezüglich der Steuermindereinnahmen im laufenden Haushaltsjahr einen Ausgleich im Haushalt versucht und nicht auch diese Summe von fast 3 Milliarden € aus dem Sondervermögen begleichen will. Allerdings führt die gewählte Konstruktion trotzdem zu einer weiteren Kreditaufnahme. Die Kreditermächtigung, die der Landtag mit dem Nachtrag I, ist nämlich auch noch dabei, für Maßnahmen zur Bekämpfung und Bewältigung der Corona-Pandemie erteilt hat, wird nunmehr umgewidmet und zum teilweisen Ausgleich der Steuerausfälle verwendet. Es ist schon erstaunlich, dass dann die Landesregierung zur Gegenfinanzierung eine globale Minderausgabe von gerade einmal 200 Millionen für möglich hält. Dies entspricht weniger als 1% der Jahresgesamtausgaben. Und, werte Kollegen, die Erfahrung mit den Haushaltsabschlüssen des Landes in den letzten Jahren in diesem Haus, die regelmäßigen Überschüsse, die regelmäßig mit Pressekonferenzen gefeiert wurden, aber auch die Tatsache, dass es im Januar und Februar nur eine vorläufige Haushaltsführung gab, machen die Summe von 200 Millionen € zu einem Witz. Werte Kollegen, was wollen Sie uns damit sagen? Doch nicht etwa, wir sparen. Entweder fehlt Ihnen der Kraft oder der Wille. Diese Summe kann jedenfalls nicht Ihr Ernst sein. Was steht dem gegenüber, nämlich diesen 200 Millionen? Rechnet man Nachtrag 1, von dem ich beschrieben habe, dass er transferiert wird, und Sondervermögen zusammen, wird nach dem Willen dieser Landesregierung bis zu 13,7 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen werden. Die Schulden unseres Bundeslandes werden mal eben um ein Drittel erhöht. Meine werten Kollegen, das ist eine schwere, das ist eine gewaltige Last für die kommenden Jahre, für kommende Generationen, für jeden, der auch in diesem Raum sitzt. Was will die FDP in dieser Situation als Weg? Ich habe vorhin gesagt, über das Helfen gibt es keinen Dissens. Wir meinen, es gibt andere Wege. Die Freien Demokraten stellen sich auch weiter der Verantwortung. Aus unserer Sicht bedarf es jetzt einer verantwortungsbewussten Haushaltspolitik
die zielgenaue Hilfen, aber auch die Schuldenlast für künftige Haushalte, der Aspekt Gerechtigkeit und den Generationenvertrag im Blick hat. Ja, wir wollen alle die Corona-Pandemie bekämpfen und bewältigen. Dabei dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, Fehlentwicklungen anzugehen, jetzt anzugehen. Das ist im Übrigen auch Aufgabe eines Nachtrags. Wie geht es weiter nach den Schulferien? Wie geht es weiter an den Hochschulen? Das, was sich jetzt sofort stellt, die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen. Sie können doch nicht ernsthaft erwarten, dass die Opposition Ihnen einen zweiten, und ich benutze das Wort, weil es so treffend ist, Herr Kaufmann, einen zweiten Blankoscheck ausstellt. Der Blankoscheck hat eine Laufzeit bis zum Ende der Wahlperiode. Ein Schelm, wer Böses denkt. Geld für die nächsten 3 Jahre, Ruhe vor diesem Parlament, dieser Opposition, die es nicht versteht. Es gibt andere Wege, in dieser herausfordernden Zeit in Hessen zu helfen. Wir Freien Demokraten schlagen vor, einen weiteren Nachtrag zu verabschieden, der die für 2020 notwendigen weiteren Mittel zur Bekämpfung bereitstellt, der die Steuermindereinnahmen 2020 beim Land und den Kommunen ausgleicht und dabei sich endlich auch den Anstrengungen widmet, die Höhe der Neuverschuldung in Grenzen zu halten. Alle weiteren Maßnahmen sollten, nein, wir sind verpflichtet dazu, mit Blick auf die Generationengerechtigkeit einen wirklichen Bezug zur Corona-Krise haben. Wir Freien Demokraten nennen es den Corona-Check für die Maßnahmen. Mit der Sondersteuerschätzung, die Anfang September, 6. bis 8. September, kommen wird, können wir alle fundiert für alle Ebenen mit Kommunen gemeinsam den Blick auf die weiteren finanziellen Auswirkungen für 2021 bis 2023 richten. Bis dahin ist auch klar, das ist nämlich noch unklar, wie viel konkret aus dem umfassenden Paket der Bundesregierung nach Hessen fließt. Man ist ja jetzt erst am Abarbeiten, was für die einzelnen Programme erforderlich ist. Aktuell ist nur klar, der Bund geht dabei, wie gesagt, den Weg mit dem Parlament in der Krisenbewältigung. Und das zeigt sehr schön, es ist möglich. Und im September, nach den Steuerschätzungen für alle Ebenen, Kommunen, Land, Bund, wenn im Übrigen heute noch gar nicht erwähnt, was bedeuten dann diese ganzen EU-Programme? Was da, das muss man ja auch einsortieren. Ich denke, wir sollten uns einig sein, also sollte möglichst konzentriert und effizient alles eingesetzt werden. Das alles kann die Landesregierung bei der mittelfristigen Finanzplanung entsprechend berücksichtigen. Und übrigens, das habe ich ehrlich gesagt auch immer noch nicht verstanden, ebenso der Kollege Marius Weiß hat es angeführt, das Abwarten der September-Steuerschätzung ist die Variante, die diese Landesregierung den Kommunen gegenüber vorschlägt, schreibt, ausführt. Die antworten das. Und für die Debatte hier über diese wirklich schwerwiegenden Maßnahmen, finanziellen Verpflichtungen, die wir eingehen, dafür gilt das nicht. Vielleicht können Sie das einmal erklären, Herr Boddenberg. Werte Kollegen, es ist kein Geheimnis, dass Gespräche geführt werden, wie man, wie gesagt, das möchte ich noch einmal voranstellen, dieser Konsens, dass wir alle darum ringen, Wege der zielgenauen Hilfe zu finden, über die Formate, die Instrumente, besteht demokratischer Disput. Lösungen werden gesucht. Unsere Bereitschaft zu Gesprächen besteht. Wir wollen auch mit dazu beitragen, wie alle Kräfte hier, Hessen aus der Krise zu führen. Es geht um unser Land, es geht um die Menschen hier. Hilfe ist notwendig. Und lassen Sie uns offen gemeinsam darum ringen, Formate, den bestmöglichen Weg, das nachhaltigste Instrument mit dem Etikett Generationengerechtigkeit für diese Hilfe zu finden. Die Beratung im Haushaltsausschuss, den wir mit Interesse und Spannung entgegensehen, gesprächsbereit, lernbereit, den sehen wir mit Interesse entgegen. Und wie gesagt, lassen Sie uns gemeinsam den besten Weg finden. Das Sondervermögen ist es nicht.
Wir schlagen den Nachtrag vor, und wir hoffen, wir finden bis zum 30. Juni eine Lösung für Hessen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Schardt-Sauer. Nächster Redner für die Fraktion DIE LINKE ist der Kollege Jan Schalauske. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist doch völlig richtig. Wir erleben in diesen Tagen einen, wenn nicht vielleicht sogar den größten wirtschaftlichen Einbruch seit Bestehen der Bundesrepublik und des Landes Hessen. Und ja, die Maßnahmen zum Schutze der Gesundheit der Bevölkerung und zur Eindämmung der Pandemie, die waren größtenteils notwendig und auch richtig. Aber die Maßnahmen haben eben auch eine sich abzeichnende Wirtschaftskrise dramatisch beschleunigt. Die Folge: ein gewaltiger Anstieg von Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, unzählige Insolvenzen drohen. Millionen Menschen sind nicht nur tief verunsichert, Herr Finanzminister, sondern Millionen Menschen bangen um ihre Existenz. Und in der Krise, da sind doch die bestehenden sozialen Ungleichheiten noch deutlicher zutage getreten. Corona hat alle getroffen, aber eben nicht alle gleich. In einem großen Haus mit Garten war und ist die Krise besser zu schaffen als in beengten Wohnverhältnissen oder in Flüchtlingsunterkünften. Und deshalb ist für uns völlig klar, wer die Folgen der Wirtschaftskrise bekämpfen, wer die Menschen vor sozialem Abstieg schützen und wer Armut eindämmen will, der muss für soziale Sicherheit, gute Arbeit und gute Löhne, menschenwürdige Teilhabe von Erwerbslosen und Geflüchteten sorgen, und der muss auch den Reichtum in den Händen weniger endlich begrenzen und gerechter besteuern, meine Damen und Herren. Und ja, die Corona-Pandemie wird mittlerweile als größte Krise seit Bestehen der Bundesrepublik bezeichnet. Dabei ist das Ende der Fahnenstange längst noch nicht erreicht. Die Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren einen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts für dieses Jahr von 5 bis 10% im Vergleich zum Vorjahr. Werfen wir einen anderen Blick auf die nackten Zahlen. Nach Angaben des Münchner IFO-Instituts war das Ausmaß an Kurzarbeit noch nie so hoch wie heute. Im Mai 7,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Zum Vergleich: in der Finanzkrise 2008/2009 waren es knapp 1,5 Millionen. Die Zahl der Arbeitslosen in Hessen ist allein im April auf 5,2% gestiegen. Und zahlreiche Unternehmen auch in Hessen haben angekündigt, demnächst Stellen zu streichen, ihre Beschäftigten vor die Tür zu setzen, darunter mit Condor und Lufthansa eben auch Unternehmen, die für Hessen Bedeutung haben. Und das ist in diesen beiden Fällen doch besonders krass, weil hier Milliardenbeiträge des Staates bereitgestellt wurden, und dennoch sollen nun massenhaft Arbeitsplätze vernichtet werden. Es darf doch nicht sein, dass die Große Koalition die Lufthansa für 9 Milliarden subventioniert, die eigentlich nur 4 Milliarden wert ist, die 20.000 Arbeitsplätze abbauen will, dann mit 2 Aufsichtsratsposten abgespeist wird, die politisch aber bloß nichts entscheiden sollen, also letztlich auf jegliche Mitsprache verzichtet. Was ist denn das für ein unverantwortliches, schlechtes Geschäft, meine Damen und Herren? Deswegen: unsere Position ist klar. Wenn Unternehmen Geld vom Staat bekommen, ob in Hessen oder im Bund, dann nur gegen Mitsprache, ein Verbot von Kündigungen, ein Ausbau der Mitbestimmung. Und diesen Ausbau der Mitbestimmung, diese Demokratisierung, die sollten wir dann nutzen, um die Wirtschaft auch so umzubauen, dass sie den Menschen und das Klima schützt. Auch davon sind wir bisher meilenweit entfernt. Die Lage aber ist weiterhin ernst in Deutschland und in Hessen, und daher gibt es überhaupt keinen Anlass, auch nicht für die schwarz-grüne Landesregierung, allen Paketen und allen Milliardensummen zum Trotz hier in Selbstzufriedenheit zurückzuverfallen. Schauen wir uns das Konjunkturpaket der Großen Koalition an. Da wird zwar viel Geld in die Hand genommen, aber viele Menschen, die dringend auf Hilfe angewiesen sind, die gehen total leer aus. Es ist unklar, ob die Mehrwertsteuersenkung an die Bevölkerung, also an die Kundinnen und Kunden, weitergegeben wird. Es gibt keinen Aufschlag für Hartz-IV-Betroffene und Rentner in Grundsicherung, keinen dauerhaften
Bonus für Pflegekräfte allen Klatschens zum Trotz und auch kein nachhaltiges Investitionsprogramm. Das zeigt, mit Wumms allein kommt man nicht aus der Krise, weder im Bund noch hier bei uns in Hessen. Deshalb muss sich auch der zweite hessische Nachtragshaushalt daran messen lassen, ob er geeignet ist, einen sozialökologischen Neustart aus der Krise vorzubereiten. Und mit Blick auf die vielen angekündigten Maßnahmen auf schönen PowerPoint-Präsentationsfolien der Landesregierung staunt man dann nicht schlecht, wenn man sich einmal den schnöden Gesetzentwurf zum zweiten Nachtragshaushalt auf gedrucktem Papier ansieht. Im Wesentlichen sind dort eben nur wenige Änderungen vorgesehen. Zum einen werden die erwarteten Steuerausfälle berücksichtigt. Es gibt eine entsprechende Nettokreditaufnahme. Aber es gibt am Ende genau drei inhaltliche Änderungen. Erstens 300.000 € umgeschichtet für mehr Tierseuchenbekämpfung, zweitens 11,6 Millionen € für Staatswaldbewirtschaftung und drittens 1,4 Millionen € zur Behebung von Brandschäden an der University of Applied Science in Frankfurt. Wahrscheinlich sind alle drei Ausgabeposten sogar sinnvoll, aber nichts von den konkreten Änderungen im Nachtragshaushalt hat etwas mit der Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen zu tun. Die angekündigten Maßnahmen der Landesregierung, die kommen zwar auf den Folien vor, aber eben nicht im Nachtragshaushalt. Und wer dann wissen will, wofür die gewaltige Summe von 12 Milliarden € ausgegeben werden soll, der muss dann den Blick in das Gesetz zum Sondervermögen werfen. Und ich nenne diese Summe mit Freuden noch einmal 12 Milliarden. Ich möchte Sie nämlich so gerne daran erinnern, als wir LINKEN in den letzten Jahren die bescheidene Summe von 2 Milliarden Euro mehr ausgeben wollten für ein sozialeres, ein ökologischeres, ein kulturvolles Landes Hessen, da haben Sie uns hier alle noch unisono für verrückt erklärt. Und jetzt machen Sie so einfach 12 Milliarden € locker, ohne sie in den Haushalt zu schreiben. Das, meine Damen und Herren, nenne ich eine atemberaubende Flexibilität in Ihrer Haushaltspolitik. Respekt, das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Und jetzt werfen wir einmal einen Blick auf das Sondervermögen. 12 Milliarden € Kreditermächtigungen, davon sollen aber nicht nur in diesem Jahr Maßnahmen finanziert werden. Nein, die Landesregierung will sich bis zum Ende der Legislatur 2023 aus diesem Sondervermögen finanzieren. Anders gesagt, die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen, die hohen Verfechterinnen von schwarzer Null, Schuldentilgung und Schuldenbremse, möchte gern die eigenen Regelungen umgehen und anders als von ihnen selbst einmal entwickelt und vorgeschrieben, eben nicht jedes Jahr mit zwei Dritteln über die Umgehung der Schuldenbremse abstimmen, sondern lediglich jetzt nur noch ein einziges Mal. Ich finde, und ich habe große Sympathien dafür, die Schuldenbremse endlich auszusetzen. Nachdem uns CDU und Grüne jahrelang gepredigt haben, Schulden machen sei etwas Schlechtes, was um jeden Preis vermieden werden müsse, hätten sie es grundsätzlich mehr als verdient, jedes Jahr ums Neue den Landtag um eine Kreditaufnahme bitten zu müssen, meine Damen und Herren. Und Ihr erneuter Antrag auf Aussetzung der Schuldenbremse in Kombination mit den Planungen zum Sondervermögen, die zeigen doch nur eines. Bei der ersten, zugegebenermaßen sehr, sehr schweren Krise bricht Ihre Schuldenbremsenarchitektur jämmerlich zusammen. Die Schuldenbremse ist für diese Legislaturperiode gescheitert. Sie ist eben nicht mit der Realität vereinbar. Abhängig von der konjunkturellen Entwicklung engt sie die Spielräume öffentlicher Haushalte ein. Und wie sich jetzt zeigt, und Ihr Sondervermögen ist ein Beleg dafür, erschwert sie entschlossenes Handeln in der Krise. Nicht nur in der Krise, wie der Finanzminister gesagt hat, sondern auch im Scheitern. Da liegt immer eine Chance. Ich finde, nehmen wir sie wahr und lernen wir aus dem Scheitern der Schuldenbremse, dass wir uns auch von ihr grundsätzlich verabschieden und entledigen.
Durch das Vorgehen will sich die Landesregierung, ja, da komme ich gleich noch zu. Durch das Vorgehen der Landesregierung will sich weitgehend freie Hand verschaffen. Darauf haben schon verschiedene Rednerinnen hingewiesen. Der erste Nachtragshaushalt hat Ihnen ja schon weitgehende Rechte in der Verwendung von Haushaltsmitteln eingeräumt. Bereits im März haben wir aber die Opposition, die Regierung gemahnt, dass sie diese Spielräume nicht als Blankoscheck verstanden wissen dürfen. Mit dem Sondervermögen kommt jetzt noch einmal richtig viel Geld dazu. Und da fragt sich natürlich, welche Kommunikation und welche Zusammenarbeit planen Sie mit dem Haushaltsgesetzgeber? Den vertrösten Sie nämlich mit einem Zustimmungsvorbehalt des Haushaltsausschusses bei Ausgaben von mehr als 10 Millionen. Bei einem solchen Vorgehen, finde ich, müssen Sie sich schon den gerechtfertigten Vorwurf gefallen lassen, den Landtag auf einen Statisten für ein vermeintlich entschlossenes Regierungshandeln zu reduzieren. Das werden Sie, glaube ich, verstehen, dass wir Ihnen das nicht durchgehen lassen. Aus Sicht des Haushaltsgesetzgebers muss mit Blick auf die demokratische Kontrolle die Einrichtung eines Sondervermögens deshalb auch eben kritisch beleuchtet wäre. Und deswegen fordern wir, das Mindeste wäre es, den Entscheidungsvorbehalt für den Landtag und nicht für den Haushaltsausschuss, sondern für den Landtag deutlich stärker auszugestalten. Das wäre das Mindeste im Umgang mit diesem Sondervermögen. Trotz der Kritik am Vorgehen, grundsätzlich bleibt es richtig und notwendig, dass der Staat und auch das Land Hessen große Summen in die Hand nimmt, um die mittelbaren und unmittelbaren Folgen der Pandemie zu bekämpfen. In Zeiten, in denen Steuereinnahmen dramatisch einbrechen, kann dieses Geld auch aus Krediten kommen. Dafür brauchen sich aus unserer Sicht CDU und Grüne auch gar nicht zu schämen. Dass Sie jetzt ein bisschen das Gegenteil davon machen, als das, was Sie uns jahrelang gepredigt haben, das werfen wir Ihnen wahrscheinlich sogar am wenigsten vor. Wie aber von Artikel 141 Landesverfassung verlangt, haben Sie natürlich auch einen Tilgungsplan vorgelegt für die aufgenommenen Schulden. Die Tilgung soll innerhalb von 30 Jahren erfolgen. Wir finden, Sie zeigen sich immerhin da lernfähig. Das Artikel 141 Ausführungsgesetz sieht ja nämlich eigentlich einen Zeitraum von 7 Jahren vor, den Sie da auch reingeschrieben haben. Die Tilgung für den ersten Nachtragshaushalt sollte dann noch innerhalb von 10 Jahren erfolgen. Und jetzt landen Sie bei 30 Jahren. Immerhin, könne man meinen. Aber, und da kommt auch gleich das Aber, ich verstehe nicht, warum ausgerechnet die vielleicht schwerste wirtschaftliche Krise seit Bestehen der Bundesrepublik und des Landes Hessen in einem Zeitraum abbezahlt werden soll, in dem Menschen mit einem durchschnittlichen Einkommen kaum den Kredit für eine Eigentumswohnung in Frankfurt am Main abtragen können. Nordrhein-Westfalen geht da einen ganz anderen Weg. Dort hat die schwarz-gelbe Landesregierung sich für einen Tilgungsplan über 50 Jahre entschieden. Dazu kommt, der Tilgungsplan, den Sie vorgelegt haben, der ist ziemlich starr, und es ist am Ende überhaupt nicht klar, wer die Kosten der Krise tragen soll. Und Herr Kaufmann, wenn Sie sich hier, ich will es mal so sagen, doch etwas selbstgerecht hier hinstellen, dann müssen Sie sich schon auch von uns anhören lassen, dass Sie mit dem Tilgungsplan, den Sie hier vorgelegt werden, Ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden. Laut Tilgungsplan der Landesregierung soll ab 2021, ziemlich früh, das ist ja schon nächstes Jahr, bis 2030 die Summe von 3,1 Milliarden getilgt werden. Sie wollen also in einem Drittel der Zeit 25% der Schulden tilgen. Nach Ihrer Logik, die Sie uns hier jahrelang gepredigt haben, belasten Sie kommende Generationen. Das ist nicht meine Sichtweise, aber Sie müssen sich schon selbst an Ihren eigenen Maßstäben messen lassen. Deswegen ein wenig Demut täte den Grünen gut, statt hier schulmeisterliche Vorschläge zu verteilen. Aber, und das ist jetzt unsere Kritik, dieser Tilgungsplan droht, wenn er nicht gegenfinanziert werden kann in kommenden Haushalten, und die Tilgungen steigen ja immer weiter an, dass kommende Kürzungs- und Sozialabbaurunden vorbereitet werden. Und da will ich ganz klipp und klar sagen, das lehnen wir ab, und das wird auf unseren entschiedenen Widerstand treffen. Und wenn Sie in diesem Haushalt 200 Millionen € einsparen wollen, dann kennen Sie uns. Wir haben da innovative Vorschläge. Ein Inlandsgeheimdienst, der auf dem rechten Auge blind ist, den kann man sich sparen. Da kann man auch 200 Millionen € einsparen, auch schon in diesem Haushalt. Aber nichtsdestotrotz geht es uns hier nicht um Kürzungen und Sozialabbau. Nun aber die spannende Frage, was steckt denn eigentlich drin im Sondervermögen?
trotz den hohen Summen, die Sie in die Hand nehmen wollen, wenig Konkretes. Es findet sich eine grobe Liste von Maßnahmen und Verwendungszwecken. Der Gesetzesentwurf der Landesregierung führt aber dann am Ende nur einen recht unverbindlichen Anhang bei sich. Anders ausgedrückt, der hessische Sozialminister, der in der Krise offenkundig auch nicht immer besonders gut aussah, scheint auch nach ihm der Finanzminister nicht richtig deutlich sagen zu wollen, wie er eigentlich aus der Krise kommen will und wohin er politisch möchte. Weder der Nachtragshaushalt noch das Gesetz zum Sondervermögen zeigen ganz klar auf, was eigentlich mit den 12 Milliarden Euro getan werden soll. Wir glauben, mit einer solchen unverbindlichen Herangehensweise sichert man Hessens Zukunft jedenfalls nicht. Was Sie hier vorgelegt haben, das entspricht, ich habe es schon mal angedeutet, den eigenen Ansprüchen der Landesregierung. Was Sie hier vorlegen, das ist kein Neustart, sondern ein Plan, wie man vielleicht mit Ach und Krach in die bisherige schwarz-grüne Normalität zurückfindet, die aus unserer Sicht weder besonders ökologisch und schon gar nicht sozial ist. Statt sich den Zukunftsaufgaben zu stellen, flüchten Sie sich in ein weiter so schwarz-grüner Regierungsrealität. Aber, und das ist in dieser Debatte viel zu kurz gekommen, auch unabhängig von Corona, da liegt so einiges in Hessen im Argen. Nach 20 Jahren CDU-geführten Landesregierungen erkennt man Schulgebäude in vielen Städten und Gemeinden daran, dass sie eines der marodensten Gebäude im ganzen Ort sind. In Hessen ist es traurige Realität, dass Schulen gesperrt werden müssen, weil sie baufällig sind. Es fehlen Kita- und Krippenplätze, bezahlbarer Wohnraum im Ballungsgebiet Rhein-Main, Mangelware. Krankenhäuser wurden privatisiert oder gar geschlossen. Verkehrs- und Energiewende beschränken sich auf ein paar Elektroautos hier. Der ÖPNV, der platzt noch immer trotz hoher Preise aus allen Nähten. Und die Nächte im Rhein-Main-Gebiet, die werden von Flugzeugen verlärmt und werden wahrscheinlich auch zukünftig wieder von Flugzeugen verlärmt werden. Das, meine Damen und Herren, ist die vermeintlich neue Normalität der schwarz-grünen Landesregierung mit ihrem als gute Zukunft sichern Gesetz verbrämten Sondervermögen, wohin sie wieder zurück wollen. Und meine Damen und Herren, das ist alles andere als generationengerecht. Ich habe nie verstanden, was daran generationengerecht sein soll, wenn wir unseren Kindern eine marode öffentliche Infrastruktur, nicht angemessen ausgebaute Schulen und Kitas und Bildungseinrichtungen hinterlassen. Deswegen, das ist der falsche Weg. Und ich will Sie, weil wir so viel über Corona und die Folgen sprechen, noch einmal an andere Realitäten erinnern. Wie sah denn die Normalität vor Corona aus? 900.000 Menschen in Hessen, die von Armut bedroht oder betroffen sind, das werden noch viel, viel mehr sein nach der Krise, stehen 1.400 Einkommensmillionären gegenüber. Zwei Familien in Hessen besitzen ein höheres Vermögen als die Summe der Staatsverschuldung unseres ganzen Bundeslandes. In der alten Normalität wurden die ökologischen Grundlagen unseres menschlichen Lebens hier in Hessen zerstört und eine Arbeitsteilung ausgeübt, in der vor allem Frauen, das sollten Sie sich wirklich noch einmal vor Augen führen, in dem vor allem Frauen systemrelevante Tätigkeiten nachgehen und dennoch finanziell und sozial benachteiligt werden. Ich finde, in diese Normalität sollten wir nicht zurück. Eine gute Zukunft für Hessen, die kann man doch nur sichern mit einem Neustart, der massiv in die Erneuerung unserer Infrastruktur nach sozialen und ökologischen Kriterien investiert und mit der die soziale Sicherheit der Menschen garantiert wird. Und dafür brauchen wir enorme finanzielle Mittel aus dem Landeshaushalt, um Schulen zu sanieren. Der Sanierungsstau in Hessen, alleine 3 Milliarden. Kitas und Krankenhäuser, jährlich fehlen 250 Millionen für die Investitionen in Krankenhäusern laut Deutscher Krankenhausgesellschaft, noch vor Corona. Es fehlt an bezahlbaren Wohnungen, es mangelt an der Verkehrs- und Energiewende und an Investitionen in den Kommunen. Und wenn wir das alles anschauen, dann ist doch völlig klar, dass die Pläne der Landesregierung diesen Anforderungen weder quantitativ noch qualitativ gerecht werden. Die Summen reichen nicht aus, die Ziele sind viel zu unambitioniert. Die sozial-ökologische Erneuerung, von der der Wirtschaftsminister Al-Wazir gesprochen hat, das ist doch mit Blick auf das, was Sie in den PowerPoint-Präsentationen vorgelegt haben, ein schönes Lippenbekenntnis, aber nicht viel mehr. Das, was Sie hier vorgelegt haben, das ist eine Absichtsbekundung, aber eben nicht mehr. Es findet sich nicht in der Konkretion.
Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt auch Ihrer Vorlagen, das sogenannte Kommunalpaket. Auch hier ist die Politik nicht wirklich krisensicher. Die vielen Restriktionen, mit denen die Kommunen belegt worden sind, die wir immer heftig kritisiert haben, Schutzschirm, die Modalitäten der Hessenkasse, gut, die setzen Sie jetzt in der Krise zum Teil aus. Sie wollen die Beiträge zur Hessenkasse wenigstens teilweise stunden. Besser noch wäre Ihre völlige Aussetzung, wie ich finde. Sie wollen Teile der Schutzschirmvorgaben aussetzen, die Ihnen doch sonst vorher immer so heilig waren. Aber darüber hinaus gibt es nur vage Absichtserklärungen darüber, dass man sich dann irgendwann mit den Kommunen verständigen will, wie man die enormen Steuerausfälle, die den Kommunen drohen, dann kompensieren will. Und ich finde, diese Vorlage ist auch ein Eingeständnis darin, dass der kommunale Finanzausgleich in der Krise anscheinend nicht mehr besonders funktioniert, um den Kommunen das, was sie brauchen, nämlich auch eine krisenfeste, ausreichende Finanzausstattung sicherzustellen. Mit Blick auf die Krise wäre es deswegen dringend notwendig, die Kommunen in die Lage zu versetzen, neben der Aufrechterhaltung der sozialen und kulturellen Infrastruktur, die ja größtenteils auch in den Kommunen geleistet wird, auch in der Krise stärker zu investieren. Und da reichen eben nicht die Verweise auf ihre kleinen kommunalen Investitionsprogramme. Da braucht es mehr Mittel, damit die Kommunen investieren können. Die 2,5 Milliarden aus dem Sondervermögen, die werden wahrscheinlich nicht einmal ausreichen, um die Verluste der Kommunen bei den Steuereinnahmen auszugleichen. Die belaufen sich ja nach der Steuerschätzung allein bis 2023 auf 3,5 Milliarden. Von den pandemiebedingten Mehrausgaben in den Kommunen war da noch gar keine Rede. Deswegen Ihr Kommunalpaket angesichts der Anforderungen mehr als dürftig. Für uns ist klar, ein echter Neustart aus der Krise, der wird sehr viel Geld kosten, sowohl im Bund als auch im Land. Und deswegen wird man kurz- und mittelfristig völlig richtig nicht darum kommen, sich dieses Geld zu leihen. Wenn es dann aber darum geht, wer am Ende die Kosten der Pandemie zu tragen hat, wenn es dann wiederum geht, Staatsverschuldungen abzubauen, dann, finde ich, sollten wir dafür sorgen, dass sie von denen getragen werden, die es sich wirklich leisten können. Ich habe es Ihnen hier in der letzten Plenarrunde schon einmal gesagt. Wir wollen gerne eine alte Idee der CDU aufgreifen, nämlich das Lastenausgleichsgesetz nach Artikel 106 Grundgesetz und eine einmalige Vermögensabgabe erheben, um die Kosten der Corona-Krise und die Finanzierung eines notwendigen Neustarts zu sichern. Vorbild ist, wie gesagt, die CDU-Idee des Lastenausgleichsgesetzes aus den 1950er Jahren. Wenn wir uns doch alle hier einig sind, dass dies die schwerste Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist, wenn wir uns da wirklich einig sind und die Lage so ernst einschätzen, dann wäre es doch auch selbstverständlich, dass wir auf die Mittel zurückgreifen, die das Grundgesetz uns für solche besonderen Krisen zur Verfügung stellt. Und wir reden hier auch nicht davon, dass wir sehr große Vermögen belasten und gerade Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen dann viel, viel stärker belasten. Wir können vortrefflich darüber streiten, ob der persönliche Freibetrag dann bei 1 oder 2 Millionen Euro pro Person liegt. Das ist an der Lebensrealität vieler Menschen in diesem Land ganz, ganz weit vorbei. Wir können darüber diskutieren, ob die Abgabe 20 oder 30% beträgt, ob sie abbezahlbar ist über 10 oder 20 oder über 30 Jahre. Das ist alles Diskussionsgrundlage. Aber am Ende muss uns doch klar sein, dass das dem Bund mehrere hundert Milliarden an Einnahmen brächte, an denen dann auch Länder und Kommunen zu beteiligen sind, die uns eine finanzielle Grundlage geben, um die Folgen der Krise zu bewältigen. Und deswegen für uns völlig klar, die Diskussion um wer für die Kosten der Krise aufkommt, die beginnt jetzt. Und wir sind der Meinung, wer Solidarität predigt, der muss auch dafür sorgen, dass die Reichen und Vermögenden einen angemesseneren Anteil an der Finanzierung der Krisenfolgen bezahlen. Und weil Sie unsere Forderungen und da geht es bei einer Vermögensabgabe um die Krisenfolgen und um Investitionen, aber weil Sie unsere Forderungen ja nach einer Vermögensteuer hier so sehr lieben, ja, auch die braucht es, auch die braucht es. Sie werden sich wundern, dauerhaft. Auch sie wird in Artikel 106 des Grundgesetzes vorgeschrieben. Und wenn wir auch aus der Krise hinaus unsere sozialen Sicherungssysteme
und unsere sozialen Sicherungssysteme und unsere öffentliche Infrastruktur erhalten wollen, dann kommen wir dabei nicht um eine solche Maßnahme herum. Also aus unserer Sicht hilft es nicht, sich hier mit Lippenbekenntnissen und unverbindlichen Absichtserklärungen durch die Krise zu wursteln, sondern was wir wirklich brauchen, das ist sozialer Schutz, das sind Investitionen in die Zukunft. Und deswegen werden wir uns auch mit entsprechenden Anträgen in die Debatte einbringen. Für uns ist völlig klar, wir wollen eben nicht aus der Krise rauskommen, wie wir in die Krise hereingekommen sind, sondern wir wollen einen grundsätzlichen sozial-ökologischen Neustart. Und vor allem wollen wir das verhindern, was viele Menschen in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 fortfolgende schmerzlich erlebt haben, nämlich dass die regierenden Parteien zwar die Banken gerettet und die Menschen im Stich gelassen haben. Das, meine Damen und Herren, das darf sich nicht wiederholen. Vielleicht dann abschließend noch ein Satz zum Verfahren. Der Finanzminister, der hat im Vorfeld immer wieder betont, dass er das Parlament jederzeit ausreichend informieren will. Ich finde es daher nicht besonders glücklich für einen neuen Finanzminister, wenn wir dann als Opposition von Ihren Plänen über ein Sondervermögen aus der Presse erfahren müssen. Erst recht, wenn dann auch noch klar wird, dass Sie uns bewusst nicht in die Diskussion mit anderen Fraktionen einbezogen haben. Das, finde ich, ist schlechter Stil. Und erlauben Sie mir zum Abschluss die Polemik. Es zeigt leider die ideologischen Beißreflexe der Hessen-CDU tief in den Schützengräben des Kalten Krieges. Ich kann damit leben. Für mich ist das kein Problem. Wir haben einen Plan. Wir haben einen Plan, wie wir Hessen aus der Krise führen wollen. Aber, und diese Bemerkung zum Abschluss, gestehen Sie mir noch einmal, liebe Kollegen von der CDU, eines erwarte ich von Ihnen dann aber doch. Wenn Sie nach den Debatten über diesen zweiten Nachtragshaushalt in Ihre Wahlkreise zurückkehren, dann müssen Sie vor Ort erklären, dass Sie zwar den zweiten Nachtrag ohne die Einbindung der Linken auf den Weg gebracht haben, die ja aus Ihrer Sicht immer noch genauso eine große Bedrohung sind wie der parlamentarische Arm des Rechtsterrorismus. Sie müssen dann aber auch Ihrer Parteibasis erklären, dass Sie sich beim ersten Nachtrag noch über unsere Zustimmung gefreut haben. Da wäre ein bisschen Reue angesagt, meine Damen und Herren.